So eine Preisexplosion gab es bei Aldi schon lange nicht mehr. Der Discounter verteuert laut Angaben der Lebensmittelzeitung rund 400 Artikel in seinem Sortiment. Teilweise soll es sich um 10 Cent handeln, teilweise um einen ganzen Euro. Das berichten mehrere Medien. Demnach werde vor allem Kaffee teurer, aber auch Backwaren, Drogerieartikel, Tiefkühlprodukte und Snacks. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. So hatten die Discounter schon lange mit Lieferengpässen durch die Corona-Krise zu kämpfen. Und jetzt kommt der Krieg in der Ukraine hinzu, der sich direkt auf die Produktion auswirkt. Mehl und Hefe werden zur Mangelware, da die Ukraine als Kornkammer Europas gilt. Dazu kommt, dass der Transport durch die höheren Energiepreise teurer wird. Ergo, die Preise steigen an. Ob Lidl, Edeka, Rewe und Co. mit Aldi gleichziehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.